Ey, was geht YouTube? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind hier in der siebten Arena unterwegs. Und ja, wir haben eigentlich die siebte Arena gerade schon besiegt, aber die Aufnahme wurde einfach vom Streamer nicht angemacht. Ich weiß auch nicht, was hier abgeht. Total Idiot. Jetzt machen wir sie nochmal. Und ich würde einfach sagen, scheiß drauf, wir gehen rein. So, machen wir mal hier. Die kleine Dame. So. Ja, das Ding ist, wir haben jetzt. Ist halt ein bisschen schade, weil, okay, die Arena ist machbar, haben wir ja gerade gesehen. Ich habe Battle Animations hier an, fällt mir auf. Mal ganz kurz. Ich habe hier einen Black Belt drauf. Ich habe nicht gekillt. Ist hart. Naja, ist eigentlich egal, was ich mache, weil ich bin eh langsamer. Schneller. Ja, Aqua Jet wird auch süß. Delibird, mach mal einfach einen Easy-Wechsel. T-Bolt. Okay, wir machen die Battle Animations kurz an. Ganz klar. Ja, ist halt schade, weil eigentlich die Arena ist machbar. Und hat ja auch jetzt, sag ich mal, eine halbe Stunde gedauert, mich so ein bisschen vorzubereiten. Ist halt einfach nur schade, dass halt die halbe Stunde ist halt in den Sand gesetzt. Wie gesagt, ich könnte jetzt schon auch drauf scheißen und sagen, ja komm, halbe Stunde ist egal. Aber will ich jetzt ja auch nicht machen. So, wir fighten jetzt mal hier gegen den Snowboarder-Kollegen. Auch gut, dass er auf Fliesen snowboardet, aber kann nicht alles haben, ne? So, wir Drain Punchen hier wieder ganz entspannt. Okay, Protected ist gar kein Problem. Kann er auch nicht auf ewig machen. Das ist wirklich komisch, dass wir hier nicht One-Shotten. Warum One-Shotten wir nicht? Sehr komisch, okay. Jinx natürlich Psycho-Pokémon, dann wechseln wir. Ist auch Quatsch, warum setzt sie jetzt hier eine Eisattacke ein? Also entweder sind die Trainer vor dem Arenaleiter totaler Quatsch, so, oder die hat einfach keine Psycho-Attacke. Weil das macht doch gar keinen Sinn. Also, ich glaube wirklich, die hat keine Psycho-Attacke, weil das ist doch Quatsch. Ich habe die Arena jetzt genau dreimal gemacht, ne? Im letzten Run war ich soweit. Und jetzt gerade eben. Und die hat in keinem Fall eine Psycho-Attacke eingesetzt, die Jinx. Ganz komisch. Und dass wir nicht One-Shot, finde ich echt komisch. Und 113 Attack. Plus wir haben Super Effective Move. Plus wir haben Black Belt. Und so viel Defense haben die jetzt normal auch nicht. Ich mein, Cloyster, okay, aber. Dass ich ein Seal oder Seal, wie auch immer das heißt, dass ich das nicht kill, ist Quatsch. Den kill ich eh. Crit, wenn man ihn nicht braucht. Komm, geht mir aus den Augen. So, drauf geschissen. Wir gehen jetzt kurz back, werden uns healen, PP storen, restoren und dann werden wir die Arena machen. So, wenn der Gegner jetzt nicht ganz lucky wird mit Crits, dann haben wir eigentlich gute Chancen. Let's go! Okay. Ja, Price, du forderst, aber du kriegst es auf den Sack. So, genau, es fängt an zu hageln. So, was wir jetzt machen, ist ganz easy. Wir flamethrowen einfach. Ne, vierfach Schwäche. Ich habe eine Charcoal, also ist eigentlich meiner Meinung nach ist hier eh ein One-Shot, braucht man eigentlich gar nicht rechnen. War es bis jetzt ja auch gemacht. So. Jetzt müssen normalerweise Dewgong kommen.
Jawohl. So, Dewing hat hier Blizzard oder Surf als Damage Move. Ne, weil es hagelt, könnte es auch sein, dass die AI eben aufs Blizzard geht. Was jetzt auch letztes Mal, wo wir die Arena hier gemacht haben, also gerade vorher, der Fall war. Wir wechseln aber jetzt hier easy auf Blaubeere, ne? Surf ist vollkommen okay. Das ist kein Problem für uns. Hail kommt. Was wir jetzt machen müssen, ist einfach Rain Dancen, ne? Wir brauchen jetzt hier den Rain, dass er eben Blizzard nicht zu 100% hittet, ne? Und dass wir auch kein Hagel-Damage mehr bekommen. So. Wir haben immer noch die Lumberry, falls jetzt hier irgendwas passieren sollte mit einem Freeze. Und jetzt können wir einfach Drain punchen, ne? Wir kriegen unsere HP wieder zurück, machen harten Damage und haben jetzt den Rain draußen, dass halt eben der Hagel uns nicht damaged und eben, wie gesagt, Blizzard nicht so effektiv ist. So. Ne? Und wir sind eigentlich fast wieder full. Er setzt Rest ein, ist vollkommen fein. Ne? Weil wir können uns jetzt einfach wieder Drain punchen und wieder einfach hochhealen. Ne? Ist gar kein Problem für uns. Ne? Er kann wieder resten, das ist für mich gar kein Problem. Wir Drain punchen einfach wieder. Ne? Er schläft jetzt safe noch eine Runde. Die Frage ist, ob er jetzt zum Beispiel Hyper Potion einsetzt. Hier setzt er nichts ein, das heißt ein cleaner Kill. Ne? Sehr entspannt. Wir haben Rain draußen, zwei Mons vom Gegner weg und wir haben 0 HP verloren, auf keinem Mon bis jetzt. Ne? Also was heißt kein HP verloren, wir haben 2 HP verloren, aber wir haben es auch wieder zurückgeholt. Ne? Also wir sind immer noch bei Full HP. So, jetzt haben wir ja Frostlass mit Thunderbolt. Auf dem Thunderbolt können wir hier easy switchen. Zwar auf Bonbon. Den Damage, korrekt. So, was wir jetzt hier machen, ist einfach ganz entspannt T-Waven. T-Wave, ist sie paralysiert und langsamer. Wir kriegen noch mal ein bisschen HP zurück und dann wechseln wir einfach auf Muffin. Wir haben jetzt geT-Wave, das war die Arbeit, die ihr braucht hier. Sie kann jetzt Shadowborn so viel sie will, weil jetzt ist sie auf jeden Fall langsamer als ich. Kann jetzt hier easy Feint attacken. Ist leider kein Half-Life. Blizzard 70% Accuracy, hittet jetzt aber trotzdem die ganze Zeit. Pech. Kein Freeze, das ist zumindest schon mal nett. So, Feint Attack, vielleicht ein Crit. Kein Crit. Kein Freeze, korrekt. So, jetzt kommt eine Hyper Potion normalerweise. So, ich bin normalerweise jetzt hier auch in Crit Range, deswegen muss ich auch passen. Jetzt einfach switchen. Ich mache leider ein bisschen zu wenig Damage. So ein bisschen mehr und es werden ein Two-Hit. Okay, Paralyze ist ein Free-Switch dann für mich. Ich kann Light screenen eigentlich. Muss ich jetzt aber nicht, aber werden wir mal machen. Avoided Attack, okay. Hittet auch mal nicht, korrekt. Ice Shard. Oh, Ice Shard ist physical, ne? Ah, er macht uns ja gar nichts. Na gut, Ice Shard hat, glaube ich, ist glaube ich ein Prior Move, aber können sie ja easy rasieren. Die Frage, ob noch eine Hyper Potion kommt. Nee. So, weg. Gone. Okay, zwei Mons weg. So, jetzt haben wir Mamoswine draußen. Mamoswine hier natürlich nur Physical Attacks, dagegen ist Blissey natürlich machtlos. Wird jetzt hier normalerweise aber Earthquaken. Da können wir hier den Easy Switch machen. Intimidaten.
So, auf den Intimidate kommt direkt sein White Herb raus. Vollkommen okay. Wir haben jetzt extra ein bisschen HP auf Bonbon gespart, weil jetzt kommt ein Stone Edge von ihm. Und damit wir einfach den Crit avoiden, oder beziehungsweise genug HP haben für einen Crit, haben wir ein bisschen HP gespart. So, und zwar, wenn wir jetzt gleiche Spieler, wird natürlich jetzt auf die Vierfachschwäche wieder Earthquaken, gleiche Spiel nochmal machen, ne? Also wir wechseln einmal wieder. Machen hier den ganz ruhigen. Intimidaten. So, sein Attack droppt wieder. Jetzt hat er natürlich kein White Herb mehr. Das heißt, sein Attack Drop geht jetzt durch, ne? Also die Stats werden auf jeden Fall reduced. Macht er weniger natürlich Attack Damage. Das heißt, wir können den ganzen Prozess auch wiederholen. Ne? Solange kein Crit kommt. Und es kommt ein Crit. Ist eigentlich alles fein. Aber wir sind immer noch theoretisch in Crit Range. Also wir können den gleichen Prozess eigentlich nochmal machen. So, jetzt hat er zwei Attack Drops, das heißt, wir können hier wieder easy auf Blaubeere gehen. Kriegen hier auf den Stone Edge, Mist sogar, perfekt. Kriegen hier normalerweise eh nicht so viel Damage. Jetzt können wir hier easy Drain punchen. Selbst wenn wir jetzt Damage bekommen hätten, hätten wir es auch mit Drain Punch wieder reingeholt. Und es ist einfach, dass wir jetzt auf diesem Earthquake, auf dieser zweiten Attacke, die kommt, dass wir da halt eben mit dem Attack Drop den gut überleben können. Und dann können wir das gleiche nämlich wieder reinholen mit dem Drain Punch. So, und jetzt hat er noch Glalie übrig und Lapras, ne? So, normalerweise können wir einen Thunderbolt easy einstecken. Wir Drain Punchen. Ist mehr als Half-Life normalerweise. Genau. Und wir kriegen Full. Thunderbolt, wenn's. Ich glaube, wir einen Crit können wir aushalten. Ja. 76 mal 2 sind schon über 140, deswegen können wir easy einen Crit aushalten. Normalerweise sollten wir jetzt hier auch killen. Es ist kein Kill. Harris Song, okay. Das Problem mit dir, Amigo, ist, wenn du jetzt nicht healst. Ist nämlich weg. Okay. So, jetzt kommt Glalie. Wir sind schneller. Glalie hier in dem Game kein Eis-Pokémon, sondern Eis-Rock-Pokémon. Das heißt, vierfach Schwäche auf Drain Punch. Ja, meine Freunde, einfach mal zurücklehnen jetzt. Schauen wir uns an, wie die HP mal runtergeht. Korrekt. Easy win. Easy win. Gar kein Problem für uns. Gar kein Problem. Genau so machst du den Prizefight. Kein Problem. Einfach den Hail entfernen. Und danach hast du entspanntes Spiel. Komm, jetzt laber mich auch nicht voll, Price. Es reicht. Genug von dir gesehen heute. Wir können nicht in die Arena. Schade. Wollte ich unbedingt rein. Aber wir können hier in den Untergrund, ne? Und zwar können wir mit ihm quatschen. Der Newcomer. Meine Uniform, komm. So. Sehr gut, ne? Man hat gesehen wieder im Fight Quappo MVP. Ne? Alleinig mit den Resistenzen und dem Drain Punch. Können wir Damage machen, aber ich drain das direkt wieder hoch. Na, wir müssen jetzt hier gleich mal ihn fighten. Danke. Wie jetzt, Alter? Lass mich doch mal durch. Ich war so ein Fuchs, Alter, mit der Verkleidung. Jetzt kommt der und snitcht. Totaler Quatsch von ihm, wirklich. Ja, komm, dann battlen wir halt. So. Genau, der hat Radicate. Jetzt gucken wir mal, ob er uns direkt angreift. Oder vielleicht cruncht er auch einmal nur.
Jawohl. Punch können wir einstecken. Zack, weg mit dir, Amigo. Beedrill. Beedrill, da können wir ganz entspannt Omnis finden normalerweise. Jetzt nochmal. Schon eine ganz ordentliche Special Defense, das sieht man jetzt auch hier. Wir können auch einfach Sucker punchen. Ja, perfekt. So. Okay, ne? Wir wollen jetzt erstmal nur ruhig diese ersten paar Wins holen. Ja, genau. Aber mal gegen ihn hier battlen, dann kann ich oben dribbeln. Da machen wir jetzt hier mal einen Easy Switch. Und detect uns, das ist gar kein Problem. Wir können hier einfach surfen. Wir kriegen jetzt hier auch wieder ein bisschen HP zurück durch die Leftover. Zack. Dance Bars? Die Frage ist, ist Dance Bars hier was anderes? Könnte halt jetzt auch eine super effektive Attacke haben, die mich dann irgendwie wegcrittet oder so. Nur Stat Changes, kein Typ Change oder so. Screeched, okay. Bin schneller, werde ihn hier rasieren. Mightyena. Der hat definitiv Thunder Fang. Und ich habe jetzt auf jeden Fall auch mit dem Screech Defense Drops. Was wir machen können, ist auf den Thunder Fang natürlich switchen. Das ist schon wieder das, was ich meine. Die haben dann wahrscheinlich einfach gar keinen Thunderfang mehr. Die haben vielleicht dann auch einfach nur die Level-Up-Moves. Ist das viel Damage? Nee. Intimidate ihn. Jetzt hier auch Rock Smashen. 100% Accuracy halt. Und ist auch ein safer Kill von dem, ist auch nicht schlimm. Wallet. Können wir definitiv wieder wechseln. Toxic, genau deswegen. Da kriegen wir 3 Switches. Können jetzt Earth Power noch ganz entspannt. Wollte auch eigentlich also mindestens 2 Drittel HP abziehen. Ja. Stockpalt. Ich regeneriere nochmal hoch. Kann ihn jetzt hier killen. Nett. Ja, nette Gegner. Rocket Grant, Alter. Geh nach Hause. So, wir gehen rein. Komm, laber mich nicht voll. So, Eradicate. Aurasphäre und wir sind schneller. Plus wir haben den Choice Backs, also ist ein garantierter Kill. So, Eradicate down. Toxicroak kommt schon rein, müsste jetzt normalerweise cross-choppen. Wir switchen einfach. Cross-chop gar kein Problem, wir haben die Leftover am Start. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben die Poison Fang, Hypnose und Fly. Ich denke, wir können Fly schon einsetzen. Wenn er switcht, dann kriegen wir trotzdem 3 Damage. Stone Edge ist gar kein Problem. Protected, stimmt. Ich denke, wir können auf den Stone Edge eventuell schon auch switchen. Ja, wir kriegen ja kaum Damage. Cross Chop macht uns normalerweise als Poison Pokémon auch nicht viel Damage. Okay, take it. Special Defense hat eh keine, der Kollege. Ich meine, er hat uns schon guten Damage gemacht durch den Crit, aber Hyper Potion ist okay. Dadurch kriege ich natürlich nochmal Leftover Regeneration.
Machen einfach nochmal einen Earth Power. Vielleicht critten wir ja sogar. Wäre auch zu viel verlangt. So, genau gleiches Spiel. Okay. Es kommt rein Weezing. Tangrow. Interessant. Kassiert jetzt hier eigentlich Free Damage. Ich meine, er kann jetzt hier auch Earthquaken, mit Sicherheit. Aber ich kann auch einfach switchen. Protected, interessant. Ah, der Protect wird nicht ewig funktionieren. Gar kein Problem. So, er kann mich nicht toxicen. Er kann keine Earthquake einsetzen und Power Whip macht auch nicht viel Damage. War also gar kein Problem. Ja, da haben wir den perfekten Tangolos-Counter eigentlich. Na, er kann jetzt auch wieder protecten. Das ist gar kein Problem. Der gibt mir nur Runden, wo ich mit Leftover wieder was bekomme. Also, im Endeffekt kriege ich Free HP hier zurück. So, jetzt muss ich ihn normal killen. Hab ich irgendwie einen Attack Drop bekommen, oder? Ja, Protect sehe ich ganz ehrlich sogar gerne. Ich selber umso mehr HP wieder. Müsste sogar, nachdem ich ihn jetzt kill, voll sein, also. Poison Fang. Wenn es jetzt nicht killt, weiß ich auch nicht. Danke. Ah, stimmt, wir hatten ja ein bisschen Anfangsdamage durch den Earth Power, deswegen war es jetzt kein garantierter Kill vor. Egal. Müsste normalerweise jetzt wieder easy full sein. Kommt Hypno schon raus. Er hat Psychic, Disable, Protect und Toxic. Was wir jetzt theoretisch machen können, wäre auf Muffin gehen, aber Muffin brauche ich jetzt hier ehrlich gesagt noch nicht. Protected, warum sollte er denn protecten? Sehr komisch. Genau, er toxic jetzt. Ich krieg einen Thunderbolt raus. Jetzt kann ich refreshen, er wird disablen, okay, ist kein Problem. Ich kann einfach free light screen. So, also er hat jetzt disabled, er hat toxic eingesetzt, normal wird jetzt hier protecten. Toxic, okay. Kriegt er auch. So, jetzt switch ich wieder. Toxicroak, das war natürlich jetzt ein dummer Switch dann. Kassiere aber hier nochmal Leftover. Jetzt kann ich einfach wieder switchen, ne? Ich mach wieder genau das gleiche Spiel. Protected. So komisch. Warum protected er jetzt hier eigentlich die ganze Zeit? Hat jetzt auf jeden Fall Weezing mit Levitate. Das heißt, wenn ich Earth Power mache, würde er switchen. Ja, Body Slammen. Kann gerne protecten. Cross Chop. Wie gesagt, kein Crit macht mir eigentlich auch kein Damage. Einfach nur, falls er switcht auf Weezing mit Levitate, dann kann ich eben mit dem Body Slam reingehen. So, das Ding ist, Hypno hat einen Poison. Das heißt, der ist safe danach auch down. Ich weiß nicht, hat er noch Skuntank? Er hat noch Skuntank und er hat noch Weezing. Normalerweise Hypno müsste jetzt auch nicht so schnell sein. Vielleicht kann ich Hypno sogar killen. Er hat einen 77er Speed auf Max EVs. Ich habe einen 75er. Das heißt, es wäre hier erstmal noch kein Kill. Ich will auf jeden Fall ihn auch aufsparen nochmal. Ich meine, was ist realistisch hier? Er kann auf jeden Fall nicht toxiken, er kann theoretisch disablen. Ich kann einfach den Easy Switch machen auf Spiegelei wieder. Protected, das bringt ihm gar nichts.
Komisch, ne? Der protected hier sehr, sehr gerne irgendwie. Wenn gar nichts passiert. Gibt mir eigentlich immer einen Free Switch irgendwie. Skuntank. So, Skuntank kann mich hier crunchen und Explosion einsetzen. Mich eventuell killen. Er kann auch einfach nur Toxic einsetzen. Was hier aber nicht als realistisch empfinde. Okay. Ich kann jetzt Earth powern. Hat eine ganz in Ordnung Defense, Special Defense. So, vielleicht kommt jetzt eben der schlaue Switch von ihm. Weil er sieht, ich habe Earthquake eingesetzt. Ich setze Explosion ein. Kein Crit. Mies. Mies. Und das ist das Problem, wenn du langsamer bist. Er sieht den Kill, weil ich habe Minus Defense. Ne? Ich habe nicht Minus Defense eigentlich. Eigentlich habe ich eine gute Defense. Das muss ich zurücknehmen. Also, dass das so viel Damage macht, ist echt fragwürdig. Puh, aber es ist wie immer, wenn du ihn nicht killst, killt er dich. Na, also. Es kommt Weezing raus, von dem her. Das ist doch echt schade. Dass wir jetzt hier wirklich noch einen Death kriegen, auch eine Explosion. Im Endeffekt kann er uns jetzt hier gar nichts. Er kann uns toxicen, wir werden Thunderbolten. Kann nur Hyper Potion einsetzen, dann fängt das ganze Spiel von vorne an. Ja, jetzt kriegt er die Paralyse rein. Oder später war das nämlich auch eigentlich klar. Oder ein Crit kommt. Easy. Ach man ey. Keyboard moves definitiv. Also dass wir jetzt hier einen Tod kassieren den ersten des Runs. Sehr schade. Vor allem auf einem Explosion. Wenn wir uns halt mal überlegen, so. Eigentlich haben wir hier plus Defense EVs. Das ist schon echt extrem schade. Und zwar nicht mal ein Crit. Wäre es ein Crit gewesen, hätte ich es vielleicht sogar noch eingesehen. Aber. Dass wir hier wirklich so viel Damage bekommen auf einem Crit, auf einem Non-Crit. Sehr hart. Ich würde es gerne nochmal gegenrechnen, also das. Wir machen es jetzt gleich, aber. Immerhin haben wir jetzt den Basement Key, erster Bossfight ist vorbei, ne? Wir haben trotzdem noch, glaube ich, 4 weitere in dem Rocket Tower. Kannst nichts machen, ne? Trotzdem würde ich sagen, wir beenden die Folge ab hier, ne? Radio Tower ist on, wir sind dabei. Wir haben jetzt einen Tod kassiert, ist vollkommen okay. Und ich würde dann sagen, nächste Folge guck mal, dass wir den Radioturm machen, ohne Tod. Und dann ist das Ganze wieder in Ordnung. Von dem her würde ich sagen, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.